sind wir jetzt. Mitten im Nirgendwo in einen, so scheint es, gottverlassenen Teil dieser Erde. Wir, das heißt Willi, Aceton und ich. Die Grenze. Früher ein stark bewachter Ort, heute vielleicht nur noch eine Gefahr für die Unversehrtheit der Ausrüstung. Die Zeichen an der Mauer lassen so einiges erahnen. Der Totenkopf war noch nie ein Glückssymbol. Wir suchen uns einen besseren Ort für die Überquerung der Grenze. Wir sind jetzt hier reingekommen und das ist denn hier die Mauer und die Unterteilung. Doch um unser Ziel zu erreichen, haben wir noch einen beschwerlichen Weg vor uns. Und je weiter wir gehen, desto näher bringt es uns in das Zentrum Trybeniens und zu den Zeugnissen dessen Schicksals. Vor uns die ersten Anzeichen von Bebauung. Das Gelände, was wir betreten, scheint vor Jahren mal ein Schwimmbad gewesen zu sein. Was aber vor Jahrzehnten noch ein Schwimmbad war, ist heute nur noch ein verwachsenes Biotop. Sammelplatz für Frösche und Libellen. Ich würde sagen, perfektes Badewetter. Oder wie siehst du das? Gib mir schnell meine Bordwurst an, dann spring ich rein. So, das erste Bild ist im Kasten. Während der Expedition habe ich ja mit einem Infrarotfilm geschossen und das Besondere an so einem Infrarotfilm ist, er ist ja besonders lichtempfindlich auf dem roten Farbspektrum oder hat zumindest eine erweiterte Lichtempfindlichkeit im roten Farbspektrum. Wenn ich jetzt ein bestimmtes Farbspektrum rausfiltere, weil das geht ganz gut mit einem Infrarotfilm, weil der ein sehr weites Farbspektrum hat, kann ich bestimmte Effekte erzielen. Und das sehen wir uns jetzt an. Als improvisiertes Stativ nutze ich meine Fototasche. Die Leica 3 ist schön kompakt, hat aber leider keinen eigenen Selbstauslöser. Dafür gibt es aber zusätzlich einen zum Aufschrauben.
Hier das Motiv ohne Filter. Die Filter sorgen natürlich auch für entsprechend weniger Licht. Bei meinem Rotfilter sind es hier 2 Blendenstufen. Beim Infrarotfilter sind es schon 6 Blendenstufen. Damit die Bilder im Nachhinein vergleichbar sind, ändere ich lediglich die Verschlusszeit. Die Blende bleibt dieselbe. Ihr seht, das Motiv bietet eine Menge Grüntöne. Und das erschien mir passend, um einfach mal den Effekt herausarbeiten zu können, den man erreichen kann mit einem Infrarotfilm und verschiedenen Filtern. Ich habe hier eine Reihe geschossen. Ich habe einmal ohne Filter geschossen, anschließend ein Rotfilter genommen und dann noch einen Infrarotfilter. Und ich würde sagen, wir gucken es uns einfach mal an. Hier sehen wir alle 3 Bilder zusammen. Links bei dem Bild ohne Filter sieht man, dass der rechte Bereich unterbelichtet und der linke Bereich überbelichtet ist. Bei dem Bild mit Rotfilter scheint hingegen alles gleichmäßig belichtet zu sein und bietet guten Kontrast. Dieser Effekt verstärkt sich beim Infrarotbild. Deutlicher wird das in der Detailansicht. Beim Bild ohne Filter erkennt man kaum das Graffiti. Mit dem Rotfilter ist die gleiche Stelle schön durchakzentuiert. Beim Infrarotfilter sieht es aus, als ob an den Pflanzen und überall raureif ist. Das bildet einen schönen Kontrast zum Beton. Hier noch zusätzlich ein Bild vom Gelbfilter. Leider ist diese Aufnahme nichts geworden und deswegen kann ich nur diesen einzelnen Ausschnitt nutzen. Man sieht schön, wie der Himmel sich bei jedem Filter zunehmend verdunkelt. Beim Infrarotbild ist das schon so weit, dass sich der Hell-Dunkel-Kontrast zwischen Bäumen und Himmel de facto umkehrt. Auch wenn es hier idyllisch ist, wir müssen weiter. Obwohl nur wenige Meter von uns entfernt, so war die Badeanstalt durch das Dickicht kaum zu erkennen. Uns bietet sich ein Anblick, der darauf schließen lässt, dass Plünderer schon längst vor uns hier unterwegs waren. Alles mit Wert ist schon weg. Alles andere liegt wild verstreut rum. Aber auch wenn der Verfall dieser Städte schon Jahrzehnte zurückliegt, finden sich noch genügend Hinterlassenschaften. Wir lassen die Badeanstalt hinter uns und gehen tiefer in das Gebiet rein. Vorbei an alten Fabrikhallen.
Die Wohngebäude sind schon gänzlich umwuchert. Kein Weg, kein Pfad hat die Natur übrig gelassen. Es ist doch erstaunlich, wie wenig Zeit die Natur braucht, um sich vom Menschen zu erholen. Vor uns befindet sich das Zentrum dieser Stadt. Wir haben noch etwas Zeit, weswegen wir uns in eines der Gebäude wagen, welches vermutlich mal ein Casino war. Gut, gucken wir es uns an. Es scheint, als ob die Stille in den Räumen einen förmlich anschreit. Das Dach scheint das Gröbste noch abzuhalten, doch kann es den Verfall nicht verbergen. Sinnbildlich dafür die Überreste eines Bewohners. Auf der Reise fotografierte ich mit meiner altgedienten Leica 3. Das Schätzchen ist von 1936 tatsächlich. Und drauf habe ich einen T-Besucher. Und den kann ich stufenlos verstellen zwischen 35 mm und 200 mm Brennweite. Standardmäßig hatte ich drauf das 50 mm Canon Objektiv mit einer Offenblende von maximal 1,4. Ein sehr schönes Objektiv. Ansonsten habe ich noch meine Vogtländer 35 mm. Und zusätzlich wieder ein Canon 135 mm Objektiv. Offenblende 3,5. Ganz angenehm zu fotografieren. Es ist Halbzeit. Wir suchen uns einen Platz zum Ausruhen und Verpflegen. Da wir nicht wissen, wie belastet der Boden und die Häuser sind, müssen wir uns einen anderen Ort suchen. Thank you.
enger, improvisierter Aufstieg führt uns aufs Dach. Der Aufstieg hat sich gelohnt. So, Zeit fürs Mittagessen. Das war keine Schokokola, also eigentlich war, weil ich wusste, dass das Zeug schmilzt. Ich habe das mit, was nicht schmilzt. Ich wollte das in ein Schneidebrett einpacken und hab's jetzt doch nicht gemacht. Das ist ärgerlich, weil hier ist ja kein Holz. Kennst du das noch? Von welcher Tour war das? Ich glaube Totenwald von Nosigora. Schönes Buschkraft. Schneidebrettchen. Wunderbar. Kommst du mal drauf, dann gehst du auf mich. Der war ja doch schon heiß. Brauchst du? Ein Handschuh. Während es bei Willi Erbswurst mit Salami gibt, mache ich es ähnlich. Dazu brate ich mit Butter etwas Speck an. Schinkenspeck in Würfel schneiden. Und schön schmoren. Wie heißt das? Küchenschlacht? Dazu Baked Beans aus der Konserve und fertig sind die Bohnen mit Speck. Aceton macht es sich ein bisschen einfacher.
Nach dem Essen ist es auch Zeit, unserem eigentlichen Ziel näher zu kommen. Wir verlassen diesen Ort. Am Rande des Weges zu unserem Ziel entstand noch dieses Bild. Hier das Bild mit Rotfilter. Dasselbe Bild hier mit Gelbfilter. Wir haben auf der linken Seite das Bild mit dem Gelbfilter und auf der rechten Seite das Bild mit dem Rotfilter. Was man direkt sagen kann, ist, dass auf der Gelbfilterseite das Grün dunkler ist, auf der Rotfilterseite das Grün heller. Was man natürlich auch sehen kann, ist, dass der Himmel sich nicht farblich unterscheidet. Das heißt, dass wir mit dem Rotfilter bei diesen Lichtverhältnissen den Himmel nicht dunkler bekommen haben. Und was man sieht, ist, dass der Gelbfilterbereich kontraststärker ist. Währenddessen warteten die anderen schon auf mich. Da können wir uns schnell verirren. Also würde ich sagen, einfach Kompass Westen, und wenn du es gerade am Handgelenk hast, gehst du einfach vor. Auch noch. Einer muss. Unser eigentliches Ziel rückt immer näher. Als wir aus dem Wald kamen, lag vor uns ein Plateau. Da war es. Die größte Sanddüne Trübeniens. Endlich angekommen. Doch viel Zeit bleibt uns nicht.
Die Sonne hat längst ihren Zenit überschritten und nähert sich jetzt schnell dem Horizont. Zählst du runter, dass ich die Augen aufmachen kann? Ne? 3, 2, 1. Dankeschön. Mit den Erkenntnissen von heute liegt vor uns noch ein weiter Weg.